Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead Island Riptide. Das letzte Mal sind wir ja diesen Fahrstuhlschacht runtergeklettert und mir geht gerade die Batterie für die Taschenlampe aus. Jetzt sind wir in diesem dunklen Labor gelandet, in dem wir irgendwas suchen müssen. Kurz noch gucken, was das ist. Mit der Flut. Abgeschlossen. Durchsuche das Labor. Okay, wir müssen einfach das Labor hier durchsuchen. Dieses dunkle, unheimliche Labor. Schmeißen wir erstmal eine Leuchtfackel rein. Oder zu meinen Füßen. Hauptsache es gibt ein bisschen Licht. Ich habe nämlich das Gefühl, hier werde ich dann gleich aus allen Ecken irgendwie angegriffen. Ja, Quest aktualisiert. Hier haben wir noch eine schöne Waffe vielleicht. Oh ja. Wird ausgetauscht. Was? Oh. Sieht ganz gut aus. Was haben wir hier? Shotgun. Shotgun hier. Auch. Nö, die ist schlechter. Jetzt schleiche ich mich einfach mal hier durchs Labor. Und frage mich. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das machen sollte. Ich mach's einfach mal. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Was war jetzt das? Ich bin von irgendwas getroffen worden. Ich fühle mich hier gar nicht wohl. Aber mein Ziel ist anscheinend irgendwo da vorne, irgendetwas. Ich habe echt keinen Blassen, was wir hier gerade suchen. Ist schlimm. Hauptsache immer schön vorsichtig nach vorne. Wenigstens stehen die hier nicht auf. Okay, was suchen wir hier? Ich weiß es nicht, aber es könnte da oben sein. Nur nichts übereilen. Bloß nicht... Da war doch was. Ne, da war nichts. Aber dieses... Rauschen hier. Das ist schon seltsam. Ich höre auch gerade haufenweise Zombies. Das ist nicht gut. Ja, was suche ich hier? Ich weiß, dass ich hier was suchen muss, aber was? Und. Also irgendwo hier muss was sein. Eine Möglichkeit wäre jetzt, dass ich die Gasflaschen alle anstelle. Warum auch immer ich das machen sollte. Na gut, ich mach's einfach mal. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt gut, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Okay. Ja, schön. Die brennen. Das ist auch wunderbar. Au, au, au. Ich zünde mich gerade selber an. Es gibt immer ein bisschen Licht, aber... Wenn ich wenigstens wüsste, nach was ich suche. Wisst ihr, was ich meine? Das sind genau die Aufgaben, die einfach... sind einfach dumm. Was suche ich hier? Und irgendwas wird mir ja immer kurz angezeigt, aber was wird mir angezeigt? Ich weiß es einfach nicht. Ich könnte ja mal versuchen, hier drauf zu springen, was natürlich nicht funktioniert. Okay, jetzt hat es funktioniert. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, der grüne Kreis bewegt sich die ganze Zeit irgendwo. Da ist doch was. These poor bastards don't look like they were infected. Hell, their bodies are still warm. Okay. Das ist interessant. Sie waren nicht infiziert. Was ich jetzt aber beunruhigend finde, ist, dass ihre Körper immer noch warm sind. Das heißt, sie sind noch nicht lange tot. Lappen. Lappen habe ich sicher nicht gesucht. Ist das unheimlich hier?
Da drüben? Ah, erstmal ein großes Medikit. Ah, PC, gut. Untersuchen wir mal. Weeks before the outbreak. Fuck me, they had this all planned out. They'd unleash the virus and then sit back and watch what happened. Okay, das ist extrem. Hm. Also war das geplant, dieser Ausbruch. Alkohol, okay. Was untersuche ich da? Ja, es scheint aber nicht wirklich gut funktioniert zu haben mit dem Gegenmittel. Was hast du da? Ja, du scheinst auch nicht happy gewesen zu sein über das Gegenmittel. Ich frage mich immer noch, warum ich die Gasflaschen angedreht habe. Naja, egal. Oh, ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Leute, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Harlow, just wait. You don't have to do this. I have to. It's gone too far now. Try to control it. I know you can do it. I'm trying, but all this never should have happened. Help me destroy it. Bury it. All of it. We can't let them use it anymore. We can't let them do what they did to Pal and I. Not again. What are you saying? They did this. The outbreak on Pal and I, it was them to test their bioweapons. And the mutagen, it will destroy us all! You won't be able to control it. It will control you! But we can use the antidote. Don't you understand? There is no antidote! They caught me when I tried to sneak in here. They tested the mutagen on me, not knowing what it would do. They didn't know I was immune like you. Look what it turned me into! I killed them all! We won't be able to stop it. That's why we have to destroy it before it destroys everything. Harlow, we can control it. We can escape off this bloody island and get help. There is no help. We can't escape. None of us can. We're too dangerous. We can never leave this island. Ever. Harlow, don't! Nicht gut. Nicht gut. Ja, das das war jetzt extrem fies. Das war jetzt einfach nur fies. So, Harlow besiegen. Schmeißen wir erstmal eine Granate nach ihr. Na komm. Tut mir leid, Harlow. Es muss halt jetzt einfach sein. Ich wollte sie ja... Ich möchte sie ja eigentlich nicht töten, aber... Wenn man es nicht verhindern kann... If you don't back off, I'll take the mutagen. Then there will be no stopping me. This is the price I need to pay in order to save the world. I pay it freely. Harlow, have you gone completely insane? Bloody hell. She's gonna turn into one of those mutant freaks. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Was machen wir jetzt? Sie hat eine Kettensäge! Verpiss dich! So, Moment, Moment, Moment. Oh, verdammt, verdammt. Oh, Kacke. Ja, Panzerfaust habe ich keine Munition mehr. Okay. Giftmine, Schallpussgranate. Ich hab gar nichts mehr. Das wird nicht gut enden. Ich sehe das schon. Scheiße, scheiße. Gehst du weg? Oh, das wird jetzt ein extrem harter Kampf hier. Lauf! Scheiße, lauf! Scheiße, lauf, lauf, lauf. Jesus Christ! Das hat sie auf jeden Fall. Verpiss dich. Scheiße, Harlow. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jetzt schmeißt die auch noch mit Mollys nach mir. Komm, setz dir endlich die scheiß Spritze. Ich sehe nichts. Ah, ich will nichts sehen.
Scheiße, ist die hart im Nehmen. Ich habe jetzt natürlich keine Granaten und nichts mehr. Ah, ich wollte gerade sagen, zum Glück trifft sie nicht so gut. Shit, shit, shit. Vielleicht kann ich ihm laufen. Nein, Shotgun, Shotgun, komm schon. Ist immer ganz nah hin. Ui. Shotgun ist das richtige Mittel hier. Fuck, ich häng fest. Und ich brenne. Und ich sterbe, komm. Nein! Oh, oh, oh. Oh, fuck. Fuck, was geht jetzt ab? Sie ist echt unaufhaltsam. Verpiss dich. Oh, no, scheiße. Nein. Oh, echt? Muss ich jetzt auch das scheiß Muttergen nehmen? Lauf doch. Ah, shit. Nimm das Muttergen, okay. Ich renn mal zu dem Zeug hin. Lauf doch! Lauf doch! Fuck, ich muss mir eine Spritze setzen. Schnell. Komm, noch eine. Und lauf, lauf, lauf. Komm, schnell, schnell, schnell. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht die Party los. Was geht jetzt ab? Verpiss dich! Was ist los? Na komm! Du willst kämpfen, Schlampe, dann kämpfen wir! Oh Gott, was ist das für ein Fight? Alter! Und Moment! Oh, besiege Harlow, cool! Ich werde jetzt kurz mal ein bisschen was wegwerfen. Und dann mal versuchen, die Kettensäge zu nehmen. Wollt ihr die Kettensäge nehmen, ihr Mistzombies? Ah, so ein Schreizombie. Ah. Nicht nur einer, glaube ich. Na gut, in dieser wilden Raserei. Boah, jetzt säbeln wir uns gegen die Zombie-Horden einfach mal durch. Oh, das hat sicher wehgetan. Was das jetzt? What have you done to me? Look around you. Don't you see? You leave this island and the whole world will look like this. Ich bin ein bisschen verwirrt. Sorry, Harlow. I didn't want it to come to this. But you gave me no choice. Time to find that bloody ship. Ja, aber irgendwie könnte sie doch recht haben, wenn man hier... Die Lage ist gerade ziemlich doof geworden, finde ich. Jetzt will ich aber erstmal gucken. Ich hab doch... Nee. Oh, oh. Das Automatik... Das Gewehr sieht krass aus. Nee. 2-4, das macht doch nix. Aber die Kettensäge möchte ich gerne mal ausprobieren. Ja, aber die Lage ist jetzt schon extrem doof. Cool, ich habe eine Kettensäge. Ja, Zombies und Kettensäge. Ich finde, das ist die geilste Kombo, die es geben kann. Ich hoffe, diesmal hoffe ich sogar, dass bald ein paar Zombies kommen. Aber jetzt wirklich mal zu der Lage. Es ist schon extrem beschissen. Jetzt, eigentlich kann ich verstehen, dass die Leute nicht unbedingt von der Insel runter sollten, mit diesem Zombie-Virus in sich. Auch wenn sie immun sind, könnten sie den Virus trotzdem übertragen. So, Kettensägenzeit. Das funktioniert nicht wirklich so, wie ich das geplant hatte. Na komm. Ja, die Kettensäge ist echt nicht so doll.
Hauptsächlich wahrscheinlich, weil ich nicht treffe mit dem Ding. Eigentlich sollte ich ja treffen. Das ist schade. Nee, die macht wirklich nicht so viel Spaß, die Kettensäge. Ich habe mir die echt lustiger vorgestellt. Kopfloser Strafvollzug ist auch nicht schlecht, aber immerhin schneidet es den schönen Teile ab von den Zombies. Ja, ich benutze das Ding jetzt einfach mal, bis es auseinanderfällt. Aber ich denke mal, so ich an ihrer Stelle würde auch einfach von der Insel flüchten und so ein bisschen, ja, scheiß drauf. Es kann ja nicht passieren, dass der Virus einfach übertragen wird und so, ohne das. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nein, nimm die Shotgun. Gehst du weg. Ja, das war ein guter Treffer. Ui, das hat besser funktioniert, als ich mir hätte träumen lassen. Puh. Aber so wie es aussieht, kommt das Spiel langsam zu einem Ende. Ob es noch ein paar Wendungen geben wird, so wie vorhin. Ah, das mit Harlow habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Und ja, das ist eine Entwicklung, die mir echt nicht gefällt. Aber ja, es ist halt so. Ja, alles ein bisschen verworren, aber ne. Gut, lassen wir das mit der Handlung. Ich will jetzt einfach von dieser Insel runter. Von dieser zombieverseuchten Insel, wo mich alle auffressen möchten. Ich frage mich natürlich, ob nicht Harlow. Ja, ich weiß, dass hier irgendwo sein muss. Naja, ich frage mich jetzt, ob diese Immunen oder vor allem jetzt mein Charakter weiter mutieren wird mit diesem Mutagen-Intus. Ich denke mal, hier komme ich hoch. Na komm, hoppala. Hoppala. Bevor ich da runterspringe, könnte ich aber noch schnell ein Upgrade machen. Na, hier. Hutgewinn durch Kills. Rasereigewinn durch Kills. Machen wir einfach mal so. Als nächstes hätten wir Berührung der Vernichtung. Aha, aha, aha. Okay. Bisher hat mir dieses Rasereizeug ja nicht wirklich was gebracht. So, was muss ich denn hier? Den benutzen? Ja, dann haben wir ein Boot. Gucken wir mal. Sylvia. Harlow, right? Now, are you positive she's dead? Why did you do it? Bloody bastard! What did you expect? That we tested in London or New York? Come on, don't be naive. We had to get information, data about how the virus mutates, how it evolves, if it's possible to control it. And you can only do so much of that in the lab. You're fucking insane! We can discuss the morality of the situation later. For now, I have a ship and a medical team standing by. All of their equipment is state of the art. And once we're on board, you have my word that we'll do whatever it takes to treat you. Fuck you, right? Already found the cutter. I know you took a mutagen. I can see it plain as day. You can't control it. You can't stop it. If you want any chance of a normal life, you need to come with me. See you later, asshole. You'll see. Ja, ich denke nicht, dass man diesem Serpo trauen kann. Ich gehe jetzt lieber aufs Boot und verpiss mich von hier. Einfach weg. So, was haben wir hier? Okay, wenn du diesen Cutter startest, dass du... Moment, ich verlasse die Insel mal noch nicht. Aber das ist ja so gesehen der letzte Auftrag. Das heißt, die Geschichte endet dann an dieser Stelle. Die anderen Quests will ich ja eigentlich gar nicht mehr machen. Na gut, dann sage ich mal... Tschüss, du Arschloch, und ich verpiss mich einfach mal. You can't leave me here, you fucking freaks! Get back here, you fucking freaks! You don't know what you're doing! Ja, Serpo hat bekommen, was er verdient hat. Würde ich jetzt mal meinen.
Was passiert aber jetzt? Kommt eine Endsequenz? Ist das Spiel wirklich vorbei? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Thank you for coming back for us. I am so very sorry. I lost faith in you. How are you feeling? A-okay, Doc. Never better. I have a little headache, but otherwise I'm perfectly fine. The Serper. Yeah. He won't be bothering us anymore. What about Harlow? We couldn't help her. Yeah, she decided to stay. Six days later. Authorities in Banoi and Palanai report that the crisis is over. Life is slowly returning to normal as rescue crews clean up the aftermath of the monsoon that swept through the archipelago. All travel to and from the region is still prohibited as the rescue operation continues. Rumors of a possible plague outbreak have been discredited as international relief organizations continue to assess the situation. Das Ende. Jetzt warte ich nur noch auf ein Fragezeichen. Macht er toll. Ja, das war also Dead Island Riptide. Ich hatte mir mehr erhofft, ganz ehrlich gesagt. Also, ja, es war nicht ganz rund, das Spiel. Aber okay, es hat Spaß gemacht, das kann man sagen. Die Nebenmissionen waren jetzt eher nervig. Hauptmission teilweise auch. Und das Ende, ja, das Ende ist mal wieder so wie bei Teil 1. Es sieht so aus, als könnte es den nächsten Teil geben. Ob es das wirklich geben wird, das weiß ich jetzt halt nicht. Aber eben das Ende, es sieht so aus, als hätten unsere Leute, ja, wahrscheinlich mutiert. Die Leute gefressen, die nicht immun waren. Und jetzt kommt dann die nächste Insel mit der Zombie-Invasion dran. Das wäre auf jeden Fall zu vermuten. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel spekulieren. Und diese Musik möchte ich auch nicht mehr weiter laufen lassen. Dann drücke ich jetzt mal auf Fortfahren. Ja. Was könnte... Ach so, ich könnte jetzt einfach dort die letzte Mission nochmal neu starten. Ja, okay. Ja, dann war's das mit Dead Island Riptide. Ich hoffe, das Zusehen hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar, unten da, ihr wisst ja wo, und vielleicht eine Bewertung. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns bei einem anderen Spiel wieder, das hoffe ich auf jeden Fall. Und in dem Sinne sage ich, Tschüssikowski.